Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Da auch die Gelblichtfraktion nicht zu kurz kommen soll, haben wir in dieser Doku mal wieder einen Schwertransport begleitet. Gerne dürft ihr in den Kommentaren euch dazu äußern, ob ihr auch gerne öfters solche Dokus sehen wollt und ob euch sowas interessiert. Und sollte euch die Doku gefallen, dürft ihr uns natürlich gerne einen Kommentar dalassen, ein Like geben oder uns vielleicht sogar mit einem Super Thanks als Dankeschön für die Doku belohnen. In der Videobeschreibung unterhalb des Videos findet ihr einen kleinen Pressetext der ENBW, die dazu ein paar Angaben gemacht haben, warum zurzeit diverse Schwertransporte nach Altbach rollen und hier große Teile anliefern. Unter anderem hat das aber auf jeden Fall mit der Ertüchtigung des Kraftwerks für die Zukunft zu tun. Auch weitere Informationen über den Presseartikel der ENBW hinaus, die wir vor Ort von den Schwertransporten erhalten haben, möchten wir euch hier natürlich nicht vorenthalten. Das hier zu sehende Schornsteinsegment ist das längste der ganzen Schornsteinelemente. Es wiegt 43 Tonnen und ist in der Länge 21 Meter lang. Gefertigt wurden die Schornsteinsegmente von einer dänischen Firma, von der auch die Transporte dann gestartet sind. Eine polnische Firma für Schwerlasttransporte hatte den Auftrag bekommen und übernommen, die schweren Schornsteinsegmente von Dänemark nach Esslingen in Altbach zu liefern. Für die Transporte der Segmente waren nur wenige Tage angesetzt. Inzwischen endet das aber wohl in einer länger und nicht endenden Odyssee für die Transportfirma. Den ersten Stopp hatte die Firma bereits, als sie in Deutschland eingetroffen sind. Die deutsche Polizei hielt den Transport an und forderte diverse Sicherungsmaßnahmen an den Schornsteinelementen, die nur auf Holzdielen gelagert waren. Hier musste eine spezielle Halterungsunterkonstruktion angebracht werden, bevor die Weiterfahrt fortgesetzt werden konnte. Was normalerweise jedem Schwertransport mit Überlänge und Übergewicht vorausgehen sollte, ist ein Messfahrzeug, der die Daten aufnimmt, an welchen Kreuzungspunkten oder an welchen Konfliktpunkten zum Beispiel Ampeln oder Schilder abmontiert werden müssen und ob die Radien für den Schwertransport ausreichend sind. Bei dieser Messfahrt oder Vorschau wurde dann wohl mutmaßlich nicht ordentlich gearbeitet, weshalb es dann im Nachgang bei den Schwertransporten zu Problemen kam. Nach Auskunft vom Leiter des polnischen Schwertransports stehen nun die Transporte mit den Segmenten wohl schon seit fast 2 Wochen am Sindelfinger Wald und warten dort auf ihre Weiterfahrt. Der Grund hierfür ist anscheinend die Annahmesituation im Kraftwerk in Altbach, wo man noch nicht so weit ist, dass man alle Transporte dort entgegennehmen kann. Seit vergangenem Wochenende, den 27. und 28. April, hätte das längste Schornsteinelement mit seinen 21 Metern bereits in Altbach angeliefert werden können. Hier gab es aber dann mit dem Schwertransport das Problem, dass der rückwärtige Beiwagen nicht um 90 Grad lenkbar war, sondern nur um 45 Grad lenkbar war und somit nicht an der Brücke an der Ausfahrt um die Ecke gekommen wäre. Aufgrund dieser Tatsache steckte der Schwertransport bereits seit vergangenen Samstag auf einer der 2 Ausfahrtsspuren fest und verharrte der Dinge, die da kommen. Die Firma Paule, eine Schwerlasttransportfirma ansässig in Stuttgart, hat sich dann angeboten, dem polnischen Unternehmer zu helfen, und somit wurde das Segment auf einen Transporter umgeladen, der den Kurvenradius nehmen konnte. Da das schwere und lange Schornsteinsegment nicht in der Ausfahrt umgeladen werden konnte, da dazu 2 große Autokräne notwendig sind,
musste eine nächtliche Vollsperrung auf der B10 her. Fast eine Woche später war es dann endlich soweit. Die B10 wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag voll gesperrt, damit die zwei Autokrane sich auf der B10 aufstellen konnten und somit das schwere Schornsteinsegment von Schwertransport zu Schwertransport umladen konnten. Die Profis der Firma Paule mit ihrem Schwertransport haben es dann geschafft, auf spektakuläre Art und Weise das 21 Meter lange Schornsteinsegment in Altbach anzuliefern. Laut Auskunft des polnischen Schwertransportleiters sollen die nächsten Schornsteinsegmente wohl erst ab dem 13. Mai angeliefert werden können. Auch während dieser Zeit werden vermutlich weiterhin die Schwertransporte auf der Raststätte Sindelfingerwald verharren. Abschließend möchten wir natürlich betonen, dass all diese Angaben hier ohne Gewähr sind. Wir haben hier lediglich wiedergegeben, was uns vor Ort von den teilnehmenden Personen erzählt worden ist. Thank you.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.